Hey Leute, wir sind ein erneutes Mal im Turm der Erkenntnis. Yo, Mr. Mega. Hey, Sana, was geht? Meine kleine Conny ist die Hüterin der Geheimnisse der Mega-Entwicklung. Sie erwartet dich auf der Spitze des Turms. Und du, Sana, was hast du denn so zu sagen? Kanscha, der Wettkampf zwischen dir und Serena ist für eure Trainerkarriere sehr förderlich. Wenn ihr weiter versucht, einander zu überbieten, werdet ihr sicher beide sehr stark. Ich bin froh, mit euch reisen zu dürfen. Oh, das hast du aber sweet gesagt. Conny will bestimmt erst einmal sicherstellen, dass du auch wirklich hältst, was du versprichst. Mr. Mega, ich habe in der letzten Folge gegen Conny gekämpft. Und weißt du was? Mittlerweile besitze ich den 3. Arena-Orden. Hammermäßig, Leute. Und ja, Leute, die Conny erwartet uns bereits auf der Spitze. Denn sie möchte uns den Mega-Rang geben. Nur jene, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen den Turm der Erkenntnis erklimmen. Und du bist einer dieser Glücklichen. Du darfst passieren. Geil. Mal gucken, wie lange wir brauchen werden, bis wir Conny treffen. Wo ist denn die Spitze? Hier kann man ja rein. Natürlich schauen wir uns das an. Vor langer, langer Zeit kam ein Trainer in Begleitung eines Lucario in diese Region und fand zwei sonderbare Steine. Man erzählt sich, dass sich daraufhin die weltweit allererste Mega-Entwicklung zugetragen haben soll. Aha, okay, hier werden wir jetzt auch von den Leuten ja einige Takte zu der Geschichte von den Mega-Entwicklungen erfahren, was ziemlich interessant werden könnte. Wusstest du, dass der richtige Name von Mr. Mega eigentlich Combre lautet? Jetzt ja. Ach, Bücher. Sind das ja vielleicht besondere Bücher oder... Seht ihr etwas anderes, wenn ich mir das anschaue? Es ist randvoll mit Pokémon-Büchern, Fotoalben. Ja, hin und wieder gibt es ja auch nochmal so, ja, ich sag mal, Nebeninformationen, die man an solchen Stellen eventuell erhalten kann. Deswegen wollte ich mir das nochmal anschauen. Okay, Fernseher ist aus. Ah, ein weiterer Bücherregal. Okay, gut. Oho, gibt es hier mehrere Räume? Oh, ein Lucario. Die Mega-Entwicklung ist nur eines von vielen Dingen, zu denen Pokémon imstande sind. Mir sind auch die Pokémon lieb und teuer, bei denen keine Mega-Entwicklung ausgelöst werden kann. Mr. Mega ist ein Nachfahre jenes Trainers, der bei seinem Lucario die allererste Mega-Entwicklung ausgelöst hat. Ah, interessant. Ja, du gibst dem Kollegen recht, oder Lucario? Luca. 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 Mhm. So, weiter geht's. Aber will uns Conny wirklich nur den Mega-Ring geben oder gibt es vielleicht noch etwas? Hat sie irgendetwas erwähnt gehabt? Habt ihr gerade gesehen, wie beide im selben Moment in dieselbe Richtung gegangen sind? Depp, dafür, dass du extra hergekommen bist, möchte ich dir das hier geben. Nice! Ach was, TM47 Fußtritt? Das ist ja geil. Mir ist ein Gedanke gekommen. Die Menschen denken ja immer darüber nach, wie man Pokémon die Kräfte entlocken kann, die in ihnen schlummern. Vielleicht ist es so eine Art Zeichen, dass wir alle Möglichkeiten ergründen sollen? Ich nicht verstehen, was du meinst. Professor Platan hat in seiner Jugend hier trainiert, um die Mega-Entwicklung zu erforschen. Er soll aber relativ schnell aufgegeben haben, weil er der Meinung war, nicht genug zu sein. Ernsthaft? Vielleicht hat er sich gedacht, nee, ich denke, diesen Job sollte jemand annehmen, der eher dazu geeignet ist. Aber wieso sollte er aufgeben? Professor. Okay. Ui. Was sind wir schon? Auf der Spitze? Das ging aber rucki-zucki, Leute. Das ging ja richtig schnell. Ich finde es hier einfach toll, wenn ich gemeinsam mit meinem Pokémon den Blick gegen Himmel wende und einfach nur die Seele baumeln lasse, dann verschwinden alle Sorgen und nix scheint mir unmöglich. Danke, dass du den weiten Weg hierher auf dich genommen hast. Es ist vorgeschrieben, dass der Mega-Ring hier oben überreicht werden muss, damit wir niemals vergessen, stets nach Höherem zu streben. Hier, bitte sehr, der Mega-Ring. Boah, Leute, wir bekommen den Mega-Ring. Ah, dieser Knosp. Oh. Mancha hat den Mega-Ring an seinem linken Handgelenk angebracht. Geht dir, Kanscha. Ja, danke.
Gib den richtigen Megastein einem Pokémon zum Tragen, bei dem du die Mega-Entwicklung auslösen willst, und schicke es in den Kampf. Du kannst die Reaktion deines Pokémon auf den Stein sodann mit eigenen Augen sehen. Lucario, was ist mit dir? Lucario? Willst du dich mit mir anlegen, oder was? Sag, Lucario, willst du etwa lieber auf der Seite dieses Trainers kämpfen? Wirklich? Lucario! Kaum zu glauben, Lucario fühlt sich einem fremden Trainer auf Reisen verbundener als mir. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Du bist und bleibst mir ein Rätseltrainer, aber gerade das gefällt mir an dir. Was hältst du von einem Kampf? Du trittst mit meinem Lucario gegen mich an. Ach was! Ich werde auch mit einem Lucario antreten. Genau, ein Kampf. Lucario gegen Lucario. Beide Seiten sind mit Lucario Need ausgerüstet und kämpfen mit nur einem Pokémon. Was sagst du? Ach was, ja okay, das ist gut. Also wenn ich jetzt in diesem Kampf verlieren sollte, dann verliere ich ja nicht die Nuzlocke-Challenge, richtig? Ich denke, dass ich es richtig verstanden habe. Hoffe ich doch. Was sagst du, ich bin auf jeden Fall dabei. Also wenn Lucario unbedingt mit mir zusammen kämpfen will, das sage ich doch nicht nein. Ich weiß nicht, was in Lucario vorgeht. Vielleicht treibt sein Ehrgeiz es dazu an, sich mit meinem anderen Lucario zu messen. Oder liegt es bloß daran, dass es mit dir auf einer Wellenlänge liegt? Vielleicht werden wir das hier in einem Kampf herausfinden, Conny. Oh, ich sollte sie jetzt nicht stören, sie konzentriert sich. Los geht's, Lucario. Gib alles. Geil. Das hat mir voll gefallen. Ui, Conny, was geht? Oh, das hat eben gerade ausgesehen wie eine Holo-Karte. Ui, der Hintergrund sieht ja richtig geil aus. Okay, Leute, dies wird unsere erste Mega-Entwicklung, ne? Hammermäßig. Wisst ihr was? Bevor wir die Mega-Entwicklung einsetzen, gibt es etwas, was wir tun werden. Wir schauen uns erstmal die Werte von Lucario an. So, Fähigkeit Felsenfest erhöht die Initiative, sobald das Pokémon zurückschreckt, richtig heftig. Angriff 83, Initiative 79. Okay, lasst uns mal gemeinsam die Mega-Entwicklung einsetzen und danach noch einmal den Angriffswert und die Initiative überprüfen. So, Mega-Entwicklung wird jetzt durchgezogen. Ach ja, stimmt. Ich habe mich eben gerade gefragt. Wartet mal, hier ist das unten. Im Pokémon Sonne und Mond oder Ultra Sonne und Ultra Mond ist das hier auf der linken Seite. Voll geil. So, Mega-Entwicklung. Knochenharz oder lieber Steigerungshieb? Nee, wir setzen Knochenharz ein. Das ist eine Bodenattacke. Auf einmal hat dieses Lucario, beziehungsweise das gegnerische Lucario, dieselben Attacken drauf. Boah, das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Die erste Mega-Entwicklung in diesem Spiel, Leute. Beziehungsweise in diesem Let's Play. Oh, dieses Lucario, ja, entwickelt sich auch in die Mega-Form. Beide Lucarios sind männlich, oder wie? Ja, ja, der Damage ist gut. Übertreib's nicht, Lucario. Übertreib's nicht, wir wollten uns noch deine Werte anschauen. Ja, korrekt. Oh, dieses Lucario setzt Steigerungshieb ein. Was? So viel Damage? Aber so wie es aussieht, sind wir schneller als dieses Lucario. Jetzt schauen wir uns mal den Angriffswert an und die Initiative. Oh, der Angriffswert beträgt jetzt 105. Eben gerade war doch irgendwas mit 88. Die Initiative beträgt jetzt 94. Eben gerade war das 79. Die Mega-Entwicklungen haben es in sich. Außerdem ändern sich nicht nur die Werte, sondern auch die Fähigkeiten. Schaut mal, Lucario hat jetzt die Fähigkeit Anpassung. Erhöht die Stärke von Attacken desselben Typs. Deswegen hat Lucario gerade auch so viel Damage gemacht mit Steigerungshieb. Ich meine, die Attacke trifft zwar sehr effektiv, aber durch diese Fähigkeit, ja, kann es halt mehr Damage machen mit Steigerungshieb, da das ja die Stab-Attacke ist. Gut. So, wir sollten dieses Lucario outspeeden. Wenn nicht, haben wir ein dickes Problem. Okay, bye bye, Lucario. Nice. Conny wurde besiegt. Du und dein Pokémon-Team, ihr verfügt wahrlich über einzigartige Kräfte.
Wow, Mega Lucario gegen Mega Lucario und beide haben bis zum Umfallen gekämpft. Mit so einer starken Verbindung zu Pokémon macht dir in Sachen Mega-Entwicklung einfach niemand etwas vor. Kario, hättest du nicht Lust, Lucario mit auf deine Reise zu nehmen? Ihr wirkt wie ein unschlagbares Team auf mich, also was sagst du? Was, ich soll Lucario mitnehmen? Kario. Lucario starrt Kanscha unentwegt an. Nimmst du es mit auf die Reise? Das sage ich doch nicht. Nein, natürlich nehme ich es mit. Ich kann es nicht mitnehmen? Dein Team ist leider voll. Wähle ein Pokémon, das in eine PC-Box geschickt werden soll. Ah, okay, also kann ich es doch nehmen. Ja, ich will es nehmen. Meditier? Ich würde mal sagen, du gönnst dir erstmal eine Pause. Was hast du nochmal für ein Item bei dir? Ah, das überprüfen wir gleich einmal. Pokémon Center. So, Lucario trägt den Megastein bei sich. Möchtest du dem erhaltenen Lucario einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Dieses Lucario bekommt den Namen Nick. Enter. Nice, ey, ist das geil. Wir haben ein weiteres Pokémon im Team und gleich ein Lucario. Hoho! Solange Trainer und Pokémon einander Mut zusprechen und warmherzig füreinander sorgen, hat jeder einen Grund zum Lächeln. Kario. War's das jetzt mit uns, Conny? Sag nochmal Tschüss. Ah, sie sagt dasselbe. Frag mich gerade, welches Wesen Lucario hat. Boah, ich hoffe ein gutes Wesen. Hart oder froh. Hastig. Hastig ist auch okay, ne? Mhm. Bringt das immer wieder durcheinander mit den Farben. Die blaue Farbe war doch... wenn ein Wert... steigt. Genau. Genau. Initiative müsste hier in diesem Falle sinken. Ich meine, die Initiative wird... durch Froh und Scheu gestärkt. Noch ein Wesen, wodurch die Initiative gestärkt wird. Also die einzigen Wesen, die mir gerade auf durch den Kopf gehen, sind gerade Scheu und Froh. Okay, nice. Also ich bin zufrieden mit dem Pokémon-Team. Das bedeutet wiederum, Leute, dass unsere Reise, beziehungsweise dass unser Abenteuer hier in Yantara City endet. Ich meine, die Stadt haben wir uns angeschaut. Den Arena-Kampf haben wir in der letzten Folge wahrgenommen. Und wir haben den Turm der Erkenntnis zum zweiten Mal besucht. Und mittlerweile besitzen wir auch den Mega-Ring. Das bedeutet, es wird Zeit, Yantara City zu verlassen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, von wo es weitergeht. Und zwar ab dem Bereich, als wir Yantara City zum ersten Mal erreicht hatten. Dort sollten wir rechts abbiegen. Erstmal gehen wir auf ganz entspannt ins Pokémon Center und schauen nochmal nach, was für ein Item Milit hier bei sich hat. Hat mein Itemradar gerade reagiert? Ich dachte schon. Nö, da habe ich mich wohl verhört. Stimmt, hier können wir ja Libiscus fangen. Ah, ich habe vergessen nochmal nachzugucken, welche Pokémon man noch fangen kann, außer Libiscus. Vielleicht gibt es ja noch andere Pokémon. Wenn man hier nur Libiscus fangen kann, dann werde ich es wohl fangen. Ich meine, wenn ich schon die Möglichkeit habe, ein Pokémon zu fangen, dann mache ich es. Auch wenn das irgendein Pokémon ist, welches schnell K.O. geht. Aber das spielt keine Rolle in einer Nuzlocke-Challenge. Solange man dieses Pokémon dann zum Supporten benutzt. Müssen wir irgendwie einkaufen gehen? Ich denke nicht, oder? So. Livias PC. Pokémon bewegen. Schwarzgurt. Nee, ich würde mal sagen, du kannst das Item erstmal bei dir behalten. Meditier. Also ich dieses Item... ich nehme dieses Item erstmal doch mit. Vielleicht werde ich ja Meditier jetzt für eine Zeit lang nicht benutzen. So, ich bin relativ zufrieden mit diesem Team. Doch, doch, das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Lucario ist da. Phoenixis, komm du mal bitte hier hin. Du bist jetzt das stärkste Pokémon. Luxo. Oder nee, die schwächsten Pokémon kommen hier nach unten. Welche Pokémon brauchen Training? Lubella ist sowieso gerade dabei zu trainieren. Lucario ist auf dem 32. Level. Ich würde mal sagen, wir lassen Lucario leaden.
Vielleicht gibt es ja hier und da mal gleich noch einen Trainerkampf, dann können wir direkt die Mega-Entwicklung einsetzen und uns ein wenig austoben. Okay, weiter bearbeiten, nein. Wartet mal, Leute, was stand da? Trainer Promo Studio. Wähle eine Filmrolle? Filmrolle Nummer 1 wurde ausgewählt. Was nun? Abspielen? Hä? Ach so! Ja, jetzt weiß ich wieder. War das in Illumina City? Ich glaube, das war dort, als wir so einen Pass oder so ein Kurzvideo erstellt hatten. Habe ich original 3 Filme aufgenommen? Ah, nee. Okay, gut. Das bedeutet, wir können 3 Kurzvideos drehen. Okay, gut. Ja, hin und wieder kann man sich auch mal sowas geben. Ist lustig. Okay, gut, Leute. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Yantara City von hier aus verlassen können. Genau. Oh, Serena, was geht? Nachbar, hier, das kannst du sicher gebrauchen. Oh, wir haben Surfer bekommen. Oh, Pikulente. Mit der VM Surfer kannst du Wasser überqueren. Ich finde es echt toll, dass du in die Kalos-Region gekommen bist und mit uns diese Reise machst. Man könnte fast meinen, das war Schicksal. Das war Schicksal. Oh. Ein Pokémon, ein Pokéball und ich. So auf der Bank. Was? Aber gut, die hat gerade ein bisschen laut gedacht. Da draußen auf dem Bauernhof, wenn du da auf einem Mehekel reitest, wirst du sehen, was für einen Spaß das macht. Willkommen, dieses Tor führt dich zur Route 12. Okay, Route 12. Mal gucken, was wir hier so machen können. Vorrageweg. Okay, ist das ein Trainer? Ja. Nee, doch nicht. Dieses herzensgute Labras hier hat mich einmal vor dem Ertrinken gerettet. Ich fühle mich richtig schlecht, weil ich es mir nicht leisten kann, ihm die große weite Welt zu zeigen. Wartet mal, kriegen wir jetzt noch einen Labras oder was? Ein starker Trainer wie du, der sogar den Auforden besitzt, hat da natürlich ganz andere Möglichkeiten. Würdest du dich eventuell dazu bereit erklären, mein Labras mit auf deine Reise zu nehmen? Aber sowas von... Warte, es sieht so aus, als könntest du gar keine weiteren Pokémon mitnehmen. Wenn du meinen Labras später abholen willst, sprich mich einfach nochmal darauf an. Was geht denn hier ab? Ja Leute, also das lasse ich mir nicht entgehen. Ich würde mal sagen, wir holen uns Labras. Jo, was geht? Die Azurbucht, alles sogar das Leben selbst, hat seinen Ursprung im weiten Ozean. Ich meine, ich will jetzt Labras nicht im Team haben, nur weil es Surfer einsetzen kann. Relaxo kann die Attacke auch einsetzen. Aber Labras ist echt ein geiles Pokémon. Ich habe dieses Pokémon auch, ehrlich gesagt, in den Stories nicht so oft verwendet. Und Wasser- und Eis-Typen im Team zu haben, vielleicht könnten wir davon profitieren. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf Labras. Wisst ihr, Leute, wir legen Relaxo ab. Weil, nee, Relaxo hat Zertrümmerer und Stärke. Wir legen Pantimos ab, genau. Und du hast Zerschneider, okay, du hast Zerschneider, Stärke, Zertrümmerer. Okay, gut, alles klar. Labras soll dann Surfer erlernen, außerdem ist das ja dann auch eine Step-Attacke. Nice, Leute. Das finde ich doch super, dass wir Labras jetzt bekommen. Geil, ey. Lucario, Labras und all dies... haben wir erhalten, ohne jetzt selbst im hohen Gras nach diesem Pokémon irgendwie Ausschau zu halten oder sie selbst zu fangen. Voll cool, was man so erreichen kann, wenn man ja einen weiteren Orden erreicht in der Pokémon-Welt. Und bedaure. Was für bedaure? Geht klar, Mann. Möchtest du dem Labras einen Spitznamen geben? Ja, ist das ein männliches oder ein weibliches Labras? Oh, es ist ein weibliches Labras. Ja gut, dann bekommt dieses Labras einen weiblichen Namen, und zwar Cioria. Ich hoffe, dass ich diesen Namen noch nicht in diesem Let's Play verwendet habe.
das gerade ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Falls das wirklich so sein sollte, Leute, dann korrigiert mich bitte. Und ich werde dann diesem Lapras einen anderen Namen geben. Mach's gut, mein Lapras. Schwimme durch die schier unendlichen Weiten der Kalos-Region. Nice, Leute. Okay, dies ist die Route 12. Wir können jetzt eigentlich selbst Surfer einsetzen. Erstmal müssen wir Lapras die Attacke beibringen. Was? Gravit kann die Attacke auch erlernen? Ist ja heftig. Gravit kann die Attacke auch erlernen. Das ist sowas von heftig. Heftig. Boah, ich konnte das gerade nicht aussprechen, das Wort. Heftig. So, okay. Was für Attacken hast du denn gerade drauf, Lapras? Aquawelle, okay. Body Slam, Regentanz, Abgesang. Abgesang ist cool. Regentanz würde ich auch gerne fürs Erste behalten wollen. Aquawelle, Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. Body Slam trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Mit vollem Körpereinsatz bewirkt eventuell Paralyse. Ja, das ist auch nett. Angriffswert hat 62 Punkte. Der Spezialangriffswert hat auch 62 Punkte. Soll ich auf Aquawelle verzichten oder auf Body Slam? Oder direkt auf Regentanz? Ich glaube, ich verzichte auf Regentanz. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwo hier und da die TM von dieser Attacke fänden können. Und jetzt erstmal mit Lapras Regentanz einzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Daher lernen wir Regentanz. So, welches Wesen hat Lapras? Mäßig scheu, das wäre heftig. Aber mäßig wäre gut. Sanft. Okay. Ja. Ist ein neutrales Wesen, da kein einziger Wert weder senkt noch geboostet wird. H2O Absorber. Nice, Leute. Okay. Auf was? Level was? Level 30. Hammermäßig. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, bevor dieser Part ja zu lang wird. Naja. Die Länge ist gerade relativ entspannt, aber ich muss zugeben, ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viele Videos von Pokémon X, wo die Länge der Videos ungefähr so lang war wie dieses Video. Da würde ich mal sagen, dass wir auf ganz entspannt das Spiel abspeichern. In der nächsten Folge schauen wir uns erstmal hier auf der Route 12 um, fangen ein neues Pokémon hoffentlich und danach ja, machen wir weiter und mal gucken, welches Ziel bzw. wo uns unsere Reise jetzt führen wird. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht. Trinkt auf jeden Fall viel Wasser, Leute. Ich habe eben gerade wieder gemerkt, dass man auf jeden Fall im Sommer, besonders bei so einem Wetter, viel Wasser trinken sollte. Naja, und sonst? Nee, Spaß, genau am Ende fange ich auf einmal so eine Unterhaltung an, ne? So ein auf, und sonst, wie geht's? Blablabla. Naja, macht es gut, Leute, und bis zum nächsten Part. Tschüssi!